Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder mit einer neuen Ausgabe meiner Toy Corner Spielzeugecke, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und wir fahren fort mit den Toys zu Happiness Charge Pretty Cure. Und zwar, gleich seht ihr mich nicht mehr, jetzt vielleicht noch. Und zwar ist es der Honey Baton, Cure Honeys Angriffsstab Item, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und das hier ist die Box. Hier hat man auch den Stab schon einmal drauf. Und hier kann man auch schon sehen, diesen Stab kann man in drei verschiedenen Funktionen verwenden. Und hier auf der Rückseite hat man auch schon ein bisschen so die Übersicht. Ja, an den Seiten sind dann hier nochmal die Cures. Hier ist dann nochmal erklärt oder gezeigt, die drei Versionen von dem Stab und ja, gut, wenn es interessiert, hier auf der Unterseite steht nur lauter japanisches Zeug und hier oben ist dann noch einmal Honey in ihren drei Formen und lange Rede, kurzer Sinn, packen wir den Stab einfach mal aus. So, Karton weg. Was haben wir drin? Natürlich dann wieder mal eine zweiseitige Anleitung. Natürlich wieder mal alles auf Japanisch, aber das Schöne ist halt, es ist immer mit sehr, sehr viel Zeichnungen und Bildern versehen. Also auch wer keine Japanisch kann, so wie ich kann es leider auch nicht lesen. Ich kann gerade mal ein paar Zeichen erkennen, das reicht aber nicht zum Lesen. Aber die die Bilder, also die grafischen Darstellungen helfen einem auch schon herauszufinden, wie der Stab funktioniert. Ja, und dann haben wir hier im Plastik, haben wir den Stab einmal in seine beiden Einzelteile zerlegt und dann noch einen dritten Aufsatz. Was es damit auf sich hat, dazu komme ich aber gleich. So. Packen wir erst einmal diese beiden Teile aus und dann, wenn man sie so zusammensteckt, hat man hier den schönen langen Honey Baton. Also das sind ja gut und gerne 40 cm. Also es ist schon ziemlich groß. Und ja, ich führe euch einfach mal vor. Das ist quasi der normale Cure Honey Modus. Ah, hier hinten hat man immer den Einschalter. Ja, erst einmal wird einem ganz viel erzählt, was man nicht versteht. Und gehen wir einfach mal zum Attackenmodus über. So, das ist die Sparkling Baton Attack, also die Attacke von Cure Honey in ihrem normalen Verwandlungsmodus. Und dann nimmt man den Stab wieder so auseinander und hat den nächsten Modus für ihre Coconut Samba Verwandlungsform. Und ja, auch das demonstriere ich euch mal. Ja, das ist das gleiche Problem, wie man es auch schon bei den anderen Toys zu Happiness Charge hat. Man hat immer diese endlos lange Ansage. Ich finde, das hätte man sich ein bisschen sparen können, aber genug davon. Kommen wir zum Attackenmodus.
Maracas Rhythm Sparkle. Das ist also die Attacke, die man dann in der Coconut Samba Form ausführen kann. Und ich weiß, das sah eben tierisch peinlich aus, aber ich konnte nicht widerstehen. Okay, das ist der zweite Modus. Und für den dritten Modus muss man den Aufsatz hier oben austauschen. Und man nimmt den einfach ab und... kleinen Moment. Und setzt dann diesen Aufsatz mit diesem langen Band an. Das ist dann quasi der Modus für Kyohanis Popcorn Cheer Modus. Dann hat hier also dann noch dieses lange gelbe Band dran. So ein bisschen, ja, erinnert so ein bisschen an rhythmische Sportgymnastik. Und ja. Ja, ich kann es euch leider nicht ersparen. Damit hat man Ribbon Heart Explosion oder Explode, wie auch immer. So genau kann man das nicht verstehen. Also die Attacke von Kyohani in ihrer Popcorn-Cheer-Form. Und das einzige Nervige ist halt nur, dass man das Ding, wenn man es wieder reinpacken will, dann immer wieder alles aufrollen muss. Ah! Ja, was kann ich abschließend dazu sagen? Von der Stabilität her ist es wieder mal eigentlich ein exzellentes Toy, also wie üblich von Bandai. Wie gesagt, diese ständigen Ansagen, die man hat, wenn man es einschaltet, das ist das, was ein bisschen nervig ist. Ich weiß auch nicht, warum Bandai das bei diesen Toys jetzt so gemacht hat. Also bei den vorherigen, muss ich ehrlich sagen, war das nicht so schlimm. Aber ja... Was soll man machen? Ist halt irgendwie so und muss man halt mit klarkommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch für Kinder irgendwann etwas nervtötend ist, wenn man einfach damit spielen möchte und man ständig zugequatscht wird von dem Spielzeug. Ja, mehr gibt's dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Der Cure Honey Baton. Tja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, ihr wisst ja, da unten ist die Kommentarbox. Ja, schreibt mir, wie euch das Toy gefällt. Wenn ihr Fragen habt, wo ihr das vielleicht noch herbekommen könnt, dann schreibt mir einen Kommentar oder eine persönliche Nachricht und ich versuche so schnell wie möglich zu antworten. Und ansonsten bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann!